Der Fortschritt ist möglich. Es gibt schon jetzt Verbesserungen, die spürbar sind. Paketboten fahren mit Elektroautos durch unsere Städte. Hundebesitzer packen die Nahrungsendprodukte ihrer Lieblinge fürsorglich in Plastiksäckchen. Und selbst der Aachener Karnevalsverein, Sie wissen, der wieder den tierischen Ernst, will 160 Jahre nach seiner Gründung sogar Frauen aufnehmen. Warum nicht auch mal das Gesundheitssystem verbessern? Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Wohlenbergs heile Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Bundesgesundheitsminister ist ein Tausendsasser, ein Hans Dampf, ein Macher, ein Wirbelwind, ein Teufelskerl. Und so wuselt er emsig durch die Medien, immer bereit für den Sprung auf die Titelseiten. Organspendeimpfpflicht, Gesundheitskarte, paritätische Beitragsfinanzierung, Digitalisierung, Verschreibung von Smartphones. Spahn möchte sogar selbst bestimmen, welche Kosten die Krankenkassen übernehmen sollen. Und beim Thema Pflege hat er ja gesagt: Wenn von 1 Million Pflegekräften 100.000 nur 3-4 Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen. Einfach mehr arbeiten, darauf muss man erstmal kommen. Ja, und jetzt kommt sein faire Krankenkassengesetz. Und das ist grundsätzlich zu loben. Also nicht inhaltlich. Das ist gewohnt schwach. So schwach, dass eigentlich alle dagegen sind. Beispiel. Was hilft es mir als Patient in Köln, wenn ich auch in die AOK Sachsen wechseln kann, aber hier keinen Service habe? Herr Wöhlenberg, wenn Sie wegen Ihres Antrags einfach mal bei uns in Pirna vorbeikommen würden, also kurz nach Mittag, würde das gehen. Also heute... Der geplante Wegfall ehrenamtlicher Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Verwaltungsrat der Krankenkassen bringt sogar Karl Lauterbach auf die Palme. Und wenn sogar Karl Lauterbach oben auf der Palme angekommen sagt, das ist der Weg in die Einheitsmedizin, dann stimmt irgendwas nicht im Staatsdirigismus. Aber rein sprachlich ist es natürlich schön, dieses Framing. Wenn man den letzten Quatsch noch in glänzende Worte packt, starke Familiengesetz, gute Kita-Gesetz, geordnete Rückkehrgesetz, faires Krankenkassengesetz. Das ist griffig. Ja, was kann da noch kommen? Das voll geile Ich-laber-mich-nach-oben-Gesetz. Oder das mega coole Ich-mach-Karriere-Gesetz. Oder vielleicht das hippe Jetzt-mach-endlich-mal-Schluss-Wohlenberg-Gesetz. Ja, und das ist hiermit durchgewunken. Ohne Gegenstimme. Ja. 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 Ja.